spricht nun der Kollege Kai Gehring. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, groß war zu Beginn dieser Wahlperiode die Einigkeit im Hohen Haus, dass Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler klarere Karriereperspektiven, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Familienfreundlichkeit benötigen. Das war eine sehr günstige Ausgangslage, um Großes zu bewegen. Diese Chance haben Union und SPD verspielt. Für faire statt prekäre Wissenschaftskarrieren zu sorgen, ist nun mal ein Marathonlauf. Aber der Koalition ist schon nach 100 Metern die Puste ausgegangen. Bessere Bedingungen in der Wissenschaft bleiben auf der Strecke, und das ist schlecht, denn wir dürfen kein Talent vergraulen. Kurzatmig ist Ihr sogenanntes Nachwuchsprogramm. Bei 1000 Tenure-Track-Professuren an Universitäten bleiben unklare Perspektiven und wenig Planbarkeit für viel zu viele Alltag. Auch fehlt Ihrem Tenure-Track-Programm eine explizite Förderung von Frauen, während zugleich die Zukunft des Professorinnenprogramms völlig ungewiss ist. Für dauerhafte Karrierewege neben der Professur sorgen Sie nicht, und die Tenure-Track-Professuren sind viel zu wenig lukrativ und attraktiv für viele Universitäten. Die Fachhochschulen haben Union und SPD gleich jahrelang vergessen, obwohl sie besonders zu kämpfen haben, Professorinnen und Professoren zu gewinnen. Ein Nachwuchsprogramm für die FHs gibt es noch nicht. Dann machen Sie das doch endlich, wer regiert. Fazit: Mit Ihrem Nachwuchsprogramm müssen Sie noch mal ins Trainingslager. Schnappatmung bekomme ich dann allerdings bei Ihrer Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Es fehlt noch eine systematische Untersuchung, die kommt ja erst 2020. Also fast am Ende der nächsten Legislatur, wo man jetzt schon weiß, das haben die Anhörungen gezeigt, dass Ihre Novelle nicht vernünftig wirken kann und viel zu große Hoffnungen damit verbunden werden. Mindestvertragslaufzeiten, Fehlanzeige. Undefiniert ist zum Beispiel, was unter Qualifizierung überhaupt zu verstehen ist oder was eine angemessene Befristungsdauer für einen Qualifizierungsschritt überhaupt sein soll. Damit werden sich noch viele Anwälte zu beschäftigen haben und auch findige Personaler in den Chefetagen der Wissenschaft. Durch solche Schwammigkeiten verfehlen Sie die eigentlichen Ziele, einen klaren rechtlichen Rahmen zu schaffen für bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Beim WissZeit-VG hilft weder Trainingslager noch Doping, sondern nur eine Novelle, die klare Mindestvertragslaufzeiten, einen Wegfall der Tarifsperre und eine echte Familienkomponente bringt. Gänzlich außer Sichtweite ist das Ziel, die Grundfinanzierung der Hochschulen zu verbessern. Es ist echt problematisch, sich von Pakt zu hangeln. Denn das erschwert den Hochschulen, zusätzliche verlässliche Dauerstellen für Daueraufgaben zu schaffen. Beim neuen Unionspapier Leitbild, es wird noch besser. Das neue Unionspapier, da schrillen bei mir ja sämtliche Alarmglocken, weil Sie offensichtlich die Axt an den Hochschulpakt legen wollen. Und wenn Sie das tun würden, dann reißen Sie mutwillig Löcher in die Finanzierung der Universitäten und vor allem der Fachhochschulen vor Ort, nicht mit uns. Es braucht eine verlässliche Grundfinanzierung. Denn auch künftig wollen viele junge Menschen studieren. Der Studierendenberg wird nicht zum Tal, sondern zu einem Hochplateau. Wir wollen diesen jungen Menschen diese Freiräume ermöglichen, anstatt sie zu versperren. Deshalb ausreichende Studienplätze und gute Studienbedingungen, das ist und bleibt unser Anspruch. Über 90% der Verträge in der Wissenschaft sind befristet. Über 90%. Und über die Hälfte davon hat eine unsäglich kurze Laufzeit von unter einem Jahr. Nur 22% der Promotionen werden abgeschlossen. Über 10% der Promovierenden verdienen weniger als 826 Euro im Monat. Sie sind also armutsgefährdet. Diese niederschmetternden Zahlen aus dem Bundesbericht für den wissenschaftlichen Nachwuchs mahnen. Da müssen wir ran. Dieses Befristungsunwesen muss enden. So können wir mit Talenten für die Wissensgesellschaft jedenfalls nicht umgehen. Und deswegen ist es dringend notwendig, schnell zu weiterführenden Schritten zu kommen. Ein vernünftiges Wissenschaftszeitvertragsgesetz, wirklich mit Sicherheit gut forschen zu können, ein Personalprogramm für die Fachhochschulen, eine bessere Grundfinanzierung für die Hochschulen
und auch mehr Verantwortungsbewusstsein, Personalentwicklung und Karrierewege in der Wissenschaft für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das steht jetzt an. Das ist der Marathon, der zu laufen ist. Wir sind bereit dazu. Aber das ist bisher wirklich Stückwerk, was Sie da vorgelegt haben. Das Befristungsunwesen lässt sich damit leider nicht überwinden. Deshalb, da muss mehr passieren. Das Wort hat die Kollegin Dr. Simone.